Inkasso ist natürlich ein Thema, das bei Lendschon oder bei jeder Peer-to-Peer-Lending-Plattform von Anfang an ein sehr wichtiges Thema ist. Bevor wir in das Thema eigentlich einsteigen, möchte ich kurz noch erläutern, wie unser Businessmodell funktioniert. Ich glaube, die meisten kennen das schon. Wir sind ein Crowdlender. Wir haben kein eigenes Balance Sheet. Die Vergabe der Kredite funktioniert so, dass jemand wie ich, also ein privater Investor zum Beispiel, sich bei der Plattform anmeldet und über die Plattform direkt in die Kreditprojekte investieren kann, die auf der Plattform sind. Der Unterschied zu einer Bank ist, dass Lend zwar auch in der Mitte steht, aber lediglich als Plattform agiert. Es wird Geld entgegengenommen vom Investor und dieses Geld wird eins zu eins dem Kreditnehmer weitergegeben. Lend wickelt dabei natürlich alle rechtlichen Dinge ab, wie zum Beispiel den Kreditvertrag mit dem Kunden, aber auch alle Zahlungen werden abgewickelt. Das muss alles funktionieren. Funktioniert der Teil nicht, nämlich einer der wichtigsten Teile, dass der Schuldner das Geld auch wieder zurückzahlt, dann wird es kompliziert. Wichtig ist für die Zusammensetzung unseres Portfolios, also wenn man zum Thema Inkasso spricht, dann ist es unbedingt vonnöten, dass man sich mit der Kreditqualität der einzelnen Projekte auseinandersetzt. Je konservativer man ist, das ist klar, desto tiefer kann man die Ausfallraten halten oder man kann damit rechnen, dass die Ausfallraten tief sind. Und das hat wiederum zum Vorteil, dass man eben nicht einen Großteil der Ressourcen bei der Plattform für das Inkasso aufwenden muss, sondern dass man wirklich einfach neue Kreditprojekte auf die Plattform bringen kann und diese automatisiert abwickeln kann. Im unterstehenden Chart hier sehen wir die unterschiedlichen Ratings. Also man muss verstehen, dass wir bei Lend die Kredite in unterschiedliche Kreditkategorien aufteilen, die, wenn Sie sich als Anleger oder Anlegerin einloggen bei uns auf der Plattform, dann sehen Sie diese auch. Diese haben unterschiedliche Risikos, angefangen mit A+. Bei einem Privatkunden sind das meistens zum Beispiel Kunden, die einerseits schon eine sehr gute Krediterfahrung haben, sprich, sie haben woanders einen Kredit ausstehend oder schon mal ausstehend gehabt und diesen regelmäßig zurückbezahlt. Oder auch und Kreditnehmer, die eine eigene Immobilie bewohnen. Wir haben gesehen, dass Immobilienbesitzer in der Regel bessere Kreditrisiken sind als solche, die Mieter sind. In den dunkelblauen Balken sehen wir die ausstehenden Privatkredite pro Segment, also um wie viel Volumen handelt es sich da, um die grünen Balken, das sind dann die KMU-Kunden. Und wie wir sehen, wir sind ein High-Grade-Shop sozusagen. Das heißt, unsere Kreditrisiken sind ziemlich verteilt auf gute Kreditrisiken. Und das wirkt natürlich auch, dass der Gesamtbuch, und das sehen wir in dem Titel oben dran, die Ausfallraten, also die kumulativen Defaults, die sind bei rund 0,2 bis 0,7% pro Jahr im Schnitt. Das ist deutlich tiefer als die Defaultraten, wie man sie kennt, zum Beispiel von den Privatbanken, die bei den Krediten auch mitspielen und an private Geld ausleihen. Da haben wir eine Statistik, das sind dann eher 1 bis 1,2% pro Jahr im Schnitt. Also deutlich tiefere Ausfallraten bei uns auf der Plattform als bei Banken, nicht zuletzt geschuldet dadurch, dass wir uns vor allem auf die guten Risiken spezialisiert haben. Wir sehen auch unten, unser Ratingmodell funktioniert ziemlich gut. Es wäre ja schlecht, wenn wir sagen würden, die A+-Ratings sind die besonders sicheren und dann sehen wir, dass die öfters ausfallen würden als die schlecht gerateten. Das ist eben genau nicht der Fall bei A+. Und hier immer, wie immer, Holzanlagen hatten wir bis jetzt noch keine Ausfälle. Wir haben angefangen im Jahr 2016 im Januar. Das heißt hier, das Segment, das wir wirklich als Top-Segment beurteilen, das ist auch wirklich top. Übrigens, diese Ausfallraten werden nicht nur einfach von uns erstellt, sondern es ist die externe Firma, also eine Kreditratingagentur, die heißt Exalone. Exalone betrachtet einfach einen Ausfall 90 Tage nach Payment Due. Also das heißt, wenn ich jetzt einen Privatkredit habe und den 90 Tage nicht bedient habe, dann können wir als Plattform noch so lange sagen, ja, wir kennen den Kreditnehmer und der verkauft jetzt sein Haus und bald wird das gezahlt sein. Nein, Exalone sagt einfach,
nach 90 Tagen ist der Privatkredit, ist er in Default, dann wird der Gesamtbetrag abgeschrieben und die Recoveries, also was man später wieder einholt, das wird berücksichtigt zur Berechnung der Rendite. Wie wir jetzt sehen in diesem Chart, wenn wir von A+ ausgehen, je tiefer das Rating, desto höher die Ausfallraten, auch hier wieder gesplittet zwischen den KMUs und den Privaten. Rechts sehen wir die KMU-Kredite, links die Privaten. Also wenn wir zum Beispiel schauen, im Segment C haben wir doch deutlich mehr Ausfälle als im Segment B oder im Segment A. Das sind dann schon 0,73 pro Jahr bei den Privaten und rund 2% bei den KMU-Krediten. Also wir sehen, das Rating-Modell funktioniert. Es sind insgesamt sehr, sehr wenig Ausfälle. Das ist eigentlich ein kleines Problem bei uns auf der Plattform, aber ein Problem, das natürlich wichtig ist, dass man es richtig behandelt. Das ist etwas, was wir immer wieder hören von unseren Anlegern. Was macht ihr eigentlich, wenn ein Schuldner nicht mehr zahlt? Und das ist eigentlich der Eingang für diese Präsentation. Was man wissen muss, ist, dass in der Schweiz gibt es ein Inkasso, also eine Struktur, die das eigentlich ziemlich gut erlaubt, den Kreditgeber, also dem, den das Geld ausgeliehen hat, das Geld wieder einzutreiben. Zu genauen Details komme ich noch später. Wichtig ist eigentlich schon, dass die meisten Kunden oder wirklich der Mann und Frau auf der Straße haben so ein bisschen Gefühl, dass Inkasso im Wesentlichen so funktioniert. He's a fucking thief. Barry has a colleague, a monster of a man, Barry the Baptist. The Baptist got his name by drowning people for hatchets. Are you going to fuck his mind? No. Are you going to fuck his mind? Barry makes sure the administrative side of the business runs harmoniously. Also wie man hier sieht, Barry the Baptist, seinen Namen eben, weil er säumige Schuldner waterboardet, der makes sure the administrative side of the business runs harmoniously. Das ist natürlich bei uns nicht nötig. Hier sieht man unser Inkasso-Team. Das Wissen ist wichtig. Körpergewicht und Muskelkraft ist weniger beeindruckend. Genau, wie ich erwähnt habe, ist das beste Inkasso das, das gar nie notwendig wird. Und deshalb sind wir bei unseren Anträgen sehr vorsichtig. Das heißt, wenn wir rund 1.300 Kreditanträge pro Monat haben, dann werden von diesen rund nur 10% ausbezahlt, eben 130 pro Monat. Einfach deshalb, weil wir lieber einmal vorsichtiger sind als zu wenig. Vielleicht auch mal einen Franken weniger verdienen am Anfang, dafür auch nachher weniger Aufwände haben. Und so gliedert sich das. Also man kann das dann gliedern in die Kreditprüfung. Das ist sicher der erste Schritt. Vorrechtliches Inkasso und rechtliches Inkasso. Zur Kreditprüfung kann man sagen, eben die typischen 5Cs im Kreditgeschäft, also Character, Capacity, Capital, Collateral und Conditions. Das sind die 5 Cs, die relevant sind, wenn man eine Kreditprüfung macht. Wir haben über die Zeit gemerkt, dass eigentlich das wichtigste C im Kreditgeschäft Character ist. Man könnte auch einfach 5-mal Character nehmen, weil es ist viel schwieriger, nachher auch, wenn es hypothekarisch besichert ist, das Geld wieder einzuholen, als wenn man es mit einem Schuldner zu tun hat, der einfach gerade gewachsen ist und wirklich alles tut, damit er als allererstes die ausstehenden Kreditraten bedient. Wie eingangs erwähnt, haben wir die Risikoeinteilung A+, A, B, C und D1. Und dazu habt ihr auch gerade die verschiedenen Ausfallraten gesehen. Das Ratingmodell funktioniert. Genau. Bei den Privaten ist es noch zu erwähnen, dass wir eben die Budgetberechnung gemäß KKG machen müssen, also Konsumkreditgesetz. Das ist ganz wichtig. Wenn man da das nicht richtig macht, dann gibt es Konsequenzen für den Kreditgeber, nämlich dass der Vertrag unter Umständen nichtig sein könnte und nicht unbedingt zurückzuzahlen ist. Und da schauen wir natürlich peinlich genau drauf, dass wir das richtig tun. Wenn wir dann schauen, was ist das vorrechtliche Inkasso? Also eben wir, wenn jemand nach 30 Tagen nicht bezahlt hat oder nach 60 Tagen, dann kommen regelmäßige Mahnungen von dem System, drei verschiedene E-Mails, die im Ton immer unfreundlicher werden. Wir haben auch die Möglichkeit, dass wir dann wirklich nach 30 Tagen per Post, also wirklich schriftlich, eine Zahlungserinnerung zustellen. Und natürlich nehmen wir auch das Telefon in die Hand und drohen rechtliche Schritte an. Was wir sehen hier in dieser Transition Matrix, finde ich immer wieder spannend, wenn man schaut, okay, wenn man sich das Gesamtbuch anschaut und wir haben Leute, die
Ihren Kredit ganz normal bedienen, dann ist es der Großteil, also wenn current, also wenn Sie den Kredit performing ist, das heißt, Sie sind mit den Zahlungen nicht zu spät, dass Sie später wieder current sind, das sind wirklich deutlich mehr als 90%. Wie man immer wieder sieht, sind es wirklich nur rund 3% der Kunden, die vielleicht das Business ein bisschen schwierig machen. Hier in dem Fall sind es sogar noch weniger, sind 0,56%. Das heißt, der Zustand, dass jemand von laufend, also in current, also pünktliche Zahlungen, am Schluss in der 1 bis 30 Bucket landet, also dass der Schuldner jetzt zu spät zahlen würde, das sind wirklich nur 0,56%. Und von diesen 0,56%, das ist dann die nächste Zeile, kann man sehen, wie entwickelt sich das weiter. Also kommen von diesen Leuten, die 1 bis 30 Tage zu spät sind, kommen doch fast die Hälfte wieder in den Zustand normal. Das heißt, sie bezahlen dann zwei Raten gleichzeitig. Oder noch besser, sie zahlen zum Beispiel den ganzen Kredit zurück. Das sind dann 4,39. Wiederum dann 29 bleiben in dem Zustand von 1 bis 30 und 23% fallen natürlich, also können dann in den nächsten Zustand fallen, nämlich dass sie eben 31 bis 60 Tage später sind. Das ist dann die nächste Zeile und auch hier sehen wir, dass wenn jemand 31 oder mehr Tage zu spät ist, also bis 60 Tage zu spät, ist die Chance nicht komplett vertan, dass so jemand nicht wieder pünktlich zahlt. Wie wir sehen, das sind dann die 12,8%, die wieder in diesem Bucket Current rutschen. Oder auch hier gibt es dann Leute, die sagen, okay, ich war jetzt vielleicht fast 60 Tage zu spät, aber ich bezahle alles zurück. Und dann gibt es auch die, die einfach eine Rate zu spät bleiben, also 1 bis 30 bleiben. Und da gibt es natürlich auch die, die drei, also zwei Raten zu spät bleiben. Und rund die Hälfte rutscht dann in den nächsten Zustand. Das sind eben diese 61 bis 90 Tage. Und hier lässt sich dann schon sagen, wenn jemand über 60 Tage zu spät ist, dann ist die Chance groß, dass er irgendwann mal einfach in einen Default-Status rutscht, nämlich dass er dann einfach, dass es dann einfach schwierig wird. Da helfen vorrechtliche Inkassomittel nicht mehr. Und das ist dann eben direkt die nächste Stufe, die wir dann zünden. Hier muss man wissen, dass in der Schweiz eben das Betreibungsamt einen Großteil der Arbeit übernimmt. Wir drohen die Betreibung oft an und dann wird gezahlt und eben die 90% der Betreibung werden vollständig bezahlt. Also hier das Betreibungsamtwesen, das Betreibungswesen funktioniert sehr gut in der Schweiz. Da gibt es eigentlich wirklich fast keine Grenzen. Wir kommen hier an das Geld bei Schuldnern, die in der Schweiz bleiben und die in der Schweiz ihren Job behalten, in der Regel immer wieder ans Geld. Der Betreibungsprozess, wie funktioniert der bei uns? Vielleicht noch ganz kurz. Eben, wir haben gesehen, vorrechtliches Inkasso bis zu 45 Tagen später schicken wir das Betreibungsbegehren los. Der Zahlungsbefehl wird zugestellt. Meistens, wie gesehen, eben 90% der Betreibung werden bezahlt. Bezahlt der Schuldner dann die Betreibung. Es gibt auch tatsächlich solche Schuldner, die nur dann bezahlen, wenn sie eine Betreibung bekommen haben. Etwas, das für mich komplett unverständlich ist, aber sehen wir immer wieder, dass es wirklich Leute gibt, die auf normale Rechnungen nicht reagieren, nur ein Betreibungsbefehl wirkt da. Kostet sehr viel Geld für die Leute, die betrieben werden, aber so ist es halt normal. Für uns ist es wichtig, dass die Zahlungen fließen. Sollte keine Reaktion passieren, dann gibt es einfach ein Fortsetzungsbegehren. Oder eben, wenn ein Rechtsvorschlag vom Schuldner gemacht wird, das heißt, er versteht nicht, warum er dieses Betreibungsbegehren, also warum er jetzt den ausstehenden Betrag bezahlen sollte, da gehen wir in das Rechtsöffnungsbegehren und wir schicken dann den Kreditvertrag und wir sehen dann auch eben, das gilt als Schuldanerkennung und in diesem Fortsetzungsbegehren wird dann entschieden, was passieren soll, nämlich einerseits sollte eben bei natürlichen Personen eine Pfändung stattfinden. In der Regel ist das, oder in den allermeisten Fällen ist das dann eine Lohnpfändung. Das heißt, der Kreditnehmer kriegt vom Arbeitgeber nicht mehr den ganzen Betrag ausbezahlt, sondern ein Teil des Lohns fließt direkt an uns, zur Rückzahlung dieses Kredits. Oder es kann auch eine Pfändung von Sachwerten geschehen. Pfändungen von Sachwerten sieht man eigentlich sehr selten heutzutage. Es ist einfach so, dass es wenig Sachwerte gibt, außer vielleicht jetzt Goldschmuck, der in einer Pfändungsversteigerung Sinn macht, also ein Flatscreen oder vielleicht auch ein Fahrrad. Das ist einfach nicht unbedingt einfach, das zu pfänden und der Recovery Value von diesen Sachwerten ist einfach zu tief. Deshalb
ist es, wie ich gesagt habe, in den allermeisten Fällen kommt es zu einer Lohnpfändung oder sollte der Schuldner im Besitz einer Immobilie sein, zu einer Zwangsversteigerung der Immobilie. Das haben wir auch schon gemacht. Dauert lange, aber in der Regel kommt man dann wieder an das Geld. Und bei Firmen ist es so, dass wir eben ein Konkursbegehren stellen. Deshalb haben wir in den allermeisten Fällen bei Firmenkrediten immer entweder ein Pfand, also ein Grundpfand als Sicherheit oder eben auch eine Solidarbürgschaft, weil wir wissen, dass eben diese Konkursbegehren manchmal mit sehr wenig Recovery Value ausgehen. Was sind die Gründe, warum bei uns ein Kredit abgeschrieben werden muss? Also vielleicht mal a priori muss man sagen, wir haben jetzt rund 7.000 Kreditprojekte ausbezahlt. Das sind ziemlich genau. Also ich glaube, seit gestern waren es 7.000. Und von diesen 7.000 finanzierten Kreditprojekten mussten wir lediglich 43 abschreiben. Die Gründe, warum man diesen abschreiben muss, kann ganz einfach ein Todesfall sein. Der blaue Teil des Charts ist, wenn der Schuldner in der Schweiz bleibt, aber halt plötzlich seine Arbeit zum Beispiel verliert und dann auch nach längerer Zeit einfach findet, dass er nicht mehr arbeiten will oder kann. Wenn jemand am Schluss bei der IV ist oder eben langzeitarbeitslos, dann wird es wirklich schwierig, wieder, also dann kann man keine Lohnpfändung mehr machen, dann ist es sehr schwierig, wieder an Geld zu kommen. Der größte Grund, warum Leute plötzlich nicht mehr zahlen, ist aber, dass sie ausreisen. Dass sie plötzlich denken, ja, in Brasilien ist alles viel einfacher oder ich reise vielleicht irgendwie nach Südafrika aus und ich vergesse meine Schulden, die ich noch bezahlen muss. Diese Leute zu finden, ist mal das eine Problem. Aber das andere ist, auch wenn man sie gefunden hat, ist das Ganze ziemlich schnell mit Kosten verbunden. Beispiel, wenn man in Deutschland zum Beispiel jemanden wenn man in Deutschland zum Beispiel jemanden betreiben will, dann muss man schon ex ante Geld in die Hand nehmen. Und was man wirklich auch sieht, das ist dann der unterste Teil, wenn es zu einem ordentlichen Zivilprozess gehen geht, dann gilt zum Beispiel in Deutschland ein Anwaltszwang. Das heißt, dass ich ohne Vorstreckung der Kosten von rund 3.500 € gar nicht den Prozess führen kann. Und das Problem ist natürlich, dass wenn wir einen Kreditnehmer haben, der sich jetzt zum Beispiel nach Deutschland abgesetzt hat, wie wir das auch schon hatten, und man einen ordentlichen Zivilprozess anstrengen will, dann muss man einerseits das Geld vorauszahlen und man hat dann immer noch nicht die Gewissenheit, also man hat nicht die Gewissheit, dass der Schuldner wirklich genug Mittel hat, auch die Gelder zurückzuzahlen. Das heißt, hier ist es wirklich nur, wir versuchen ihn in Erwägung zu bringen, können wir vorher schon so gut wie möglich einen Vergleich finden mit dem Schuldner? Da komme ich später noch darauf zu. Und falls nicht, können wir irgendwie eruieren, wie viel Vermögen bei diesem Schuldner ist, wenn er eben in Deutschland zum Beispiel wohnt. Dann ist es wichtig, dass man vergleicht, okay, wie groß ist der Ausstand? Also lohnt sich das zum Beispiel bei einem Ausstand von 10.000 Franken? Wahrscheinlich nicht, weil die Anwaltskosten würden schon fast die Hälfte von diesen 10.000 wegnehmen. Und wenn man dann eben auch nicht weiß, ob diese 10.000 wirklich vorhanden sind, dann führt man einen Zivilprozess, der sehr viel kostet, aber leider nichts bringt. Deshalb eben von diesen wenigen, also von diesen 43, insgesamt war es ungefähr dann die Hälfte, die man halt gesagt hat, gut, die muss man abschreiben. Das bedeutet aber nicht, dass man nicht später auch wieder zu Geld kommen kann. Hier ein paar reale Beispiele. Ich glaube, das ist noch typisch für uns und das ist vielleicht auch so ein bisschen der unterhaltende Teil von diesem Webinar. Zum Beispiel jemand, der einfach nach Dubai emigriert ist. Und ganz ehrlich, wenn man in Dubai wohnt, ist es schwierig, eben auch dort trotz internationalen Inkassounternehmen diese Forderung durchzusetzen. Man hat sehr wenig rechtliche Mittel, diese Person wieder zur Zahlung zu bewegen. Was wir dann gemacht haben, ist eben, wie ich auch am Anfang erwähnt habe, manchmal ist es einfach die beste Lösung, man findet einen Vergleich. In diesem Falle ist es gewesen, dass er gar nicht mehr so viele Kreditraten ausstehend hatte und wir haben gesagt, gut, zahl du einfach das Kapital zurück, so konnten wir das Kapital zurückführen.
Wir sehen aber eben auch oft, dass manche Leute doch noch ein bisschen Gewissensbisse haben und sagen, ich bin nicht so sicher, ob ich auf immer und ewig in Dubai bleibe. Und es ist vielleicht nicht so eine gute Idee, wenn ich offene Rechnungen in der Schweiz habe, diese nicht bezahlt habe und wenn ich später wieder in die Schweiz komme, gerade als erstes drangenommen wäre. Vielleicht ein anderes Beispiel von einem KMU-Case. Der Kunde hat aufgrund der Covid-Pandemie leider seine aktiven, also hat einfach die Firma müssen schließen, ganz einfach. Hat keine neue Stelle gesucht und arbeitet eben gegenwärtig als Hausmann. Und jetzt erwirtschaftet die Frau das kleine Einkommen für den ganzen Haushalt. Der Kredit haben wir soweit mal abgeschrieben, aber es ist auch hier klar, dass wenn der Mann denkt, dass Hausmann vielleicht zu langweilig ist und wieder einer geregelten Arbeit nachgehen möchte, dann verändert sich die finanzielle Lage. Und auch hier, solange er in der Schweiz ist, werden wir wieder die Möglichkeit haben, erfolgreiche Inkassomaßnahmen durchzuführen. Gut, vielleicht noch zum Abschluss, wie hoch sind bei uns die Recovery Rates? Also wenn wir davon ausgehen, dass jemand wirklich eben mehr als 90 Tage im Verzug ist, dann sehen wir, dass über die Jahre, das sind die Kurven, also rechts, leider ist diese Grafik nicht so einfach lesbar, weil die Zahlen so klein sind. Aber was wir sehen, der oberste bei den Privaten ist die oberste Linie bei 50%. Das heißt, nach ungefähr 2 Jahren Arbeit kommen wir rund auf 40, also zwischen 25 und 45%. Nur weil jemand kein Geld mehr zahlt nach 90 Tagen, heißt das nicht, dass das Geld weg ist. In den allermeisten Fällen holen wir das Geld zurück und eben über die längere Laufzeit, also über die längere Frist betrachtet, sind das bei ungesicherten Krediten rund zwischen 30 und 50%. Bei hypothekarischen besicherten Krediten sind es rund 70%. Das heißt, die Default Rates, das sind das eine, diese 0,2 bis 0,7%, aber die tatsächlichen Ausfallraten, also Verlustraten, wie viel Geld ich dann wirklich verloren habe, eben Jahre nachdem der Kreditnehmer nicht mehr bezahlt hat, die sieht man bei uns auf der Statistikseite und die sehen natürlich noch viel besser aus. Das alles führt dazu, dass nach 103 Monaten Erfahrung können wir sagen, nach Gebühr und nach Ausfällen sehen die Zinsen immer noch sehr gut aus. Also die Renditen sehen wir hier, die jährlichen Renditen rechts. Wir sind immer rund zwischen 3 und 4% pro Jahr. Wie gesagt, nach unserer Plattformgebühr und nach den Ausfällen. Und auch hier, das ist wieder nicht unsere Statistik, sondern das ist die extern verifizierte Statistik. Der Kreditagent, also der Ratingagentur Exalon, kann man sagen, es lohnt sich wirklich, bei uns in Lend das Portfolio zu investieren. Wir tun weiterhin alles, um säumige Zahler darauf aufzufordern und darauf hinweisen, dass sie uns die ausstehenden Summen noch bezahlen. Tja, und mit dem verbleibe ich eigentlich, wie jemand mal gesagt hat, Sales ist immer. Ein besseres Fixed Income Investment gibt es in der Schweiz nicht. Sollte jemand eins finden, und ich meine das ernst, offerieren wir sehr gerne einen Kaffee. Damit möchte ich eigentlich meinen Vortrag abschließen. Also wir schießen diese Unkosten vor. Muss man sich vorstellen, das ist ganz richtig. Also eine Betreibung kostet natürlich Geld. Das sind Kosten, die wir als Plattform vorschießen und die dann der Kreditnehmer uns zahlt. Also wenn er die Ausstände bezahlt, dann stellen wir natürlich auch die Unkosten in Rechnung. Diese muss natürlich der Kreditnehmer bezahlen. Aber es ist natürlich so, dass wenn wir diese Unkosten vorschießen und nachher merken, dass wir eben nichts mehr reinholen, dann ist es nicht der Kreditgeber, der diese Kosten vorschießen muss, sondern es ist immer die Plattform. Super, vielen Dank.